Einen schönen guten Morgen. Hier die Verkehrsmeldungen für den Großraum Linz. Rohrbacher Bundesstraße im Bereich Buchenau. Planen Sie Verzögerungen von bis zu 30 Minuten ein. Ja, und Geduld braucht man wieder in Oberösterreich. A7 Mühlkreisautobahn, Stau zwischen Treffling und dem Bindermicheltunnel. Rechnen Sie bitte mit ca. 40 Minuten Zeitverlust. Wir werden immer mobiler, die Straßen immer voller. Wir stehen tagtäglich im Stau. Der Großraum Linz ist ein dynamisch wachsender Lebens- und Wirtschaftsraum. Durch die Zunahme des Verkehrs wird die Kapazitätsgrenze des Straßennetzes im Großraum Linz täglich weiter ausgereizt. Ein zeitgemäßes Schienenverkehrsnetz ist ein wesentlicher Baustein im gesamten Verkehrsinfrastrukturkonzept. Darum plant das Land Oberösterreich zu den bestehenden S-Bahnen S1 bis S5 zwei zusätzliche Stadtbahnen, die direkt durch die Stadt führen. Die neue S6 sowie die neue S7. Die Vision des Schienennetzes für den Großraum Linz. Herzstück der neuen Stadtbahnlinien sind sogenannte Tramtrains der neuesten Generation. Das sind Fahrzeuge, die in Städten und dicht bebauten Siedlungsgebieten als Straßenbahn und außerhalb als Eisenbahn fahren. Geschwindigkeiten bis 100 km/h. Sehr leise, 100% barrierefrei. Ein Meilenstein dieses modernen Verkehrskonzeptes ist die neue S6. Die Durchbindung der Mühlkreisbahn zum Hauptbahnhof. Diese wird in Form einer mit modernsten Tramtrain-Fahrzeugen betriebenen Stadtbahn durch die Landeshauptstadt geplant. Für alle Pendlerinnen und Pendler ergeben sich neue Mobilitätsmöglichkeiten. Und diese bedeuten eine immense Erleichterung für die staugeplagten Pendler und eine Entlastung der Straßen und der Anwohner. Bei der neuen Eisenbahnbrücke auf Höhe Gasthaus Lindbauer entsteht die neue Nahverkehrsdrehscheibe Urfa Ost, in welcher die beiden Stadtbahnstrecken, die Straßenbahn und die Buslinien, mit kurzen und attraktiven Umsteigewegen verknüpft werden. Es treffen sich hier die beiden Strecken der S6 und S7 und verkehren weiter auf einer gemeinsamen Trasse zum Hauptbahnhof. Nach der Drehscheibe Urfa Ost überquert die neue Stadtbahn die neue Donaubrücke. Um den Verkehrsfluss auf der Hafenstraße nicht zu beeinträchtigen, führt die Trasse der Bahn in Hochlage über der Straße. Danach taucht die Stadtbahn ab und führt unterirdisch zu den Spitälern und zum Europaplatz. Die unterirdische Station der Universitätskliniken bietet den über 6.500 Angestellten, die täglich zur Arbeit und nach Hause fahren, eine deutliche Entlastung. Dies wird sich auch im Gesamtverkehr positiv bemerkbar machen. Nach dem Europaplatz taucht die Stadtbahn wieder auf und führt oberirdisch zum Hauptbahnhof. So ist eine umstiegsfreie Verbindung, beispielsweise von der Universität nach Leonding oder Everding, möglich. Mit der neuen Stadtbahn von Gallneukirchen zur Universität wird die A7 mit den täglichen Staus zwischen Treffling und Donaubrücke deutlich entlastet werden.
Vom Science Park fährt die Bahn direkt über den Damm und weiter über die Drehscheibe Urfa Ost zum Hauptbahnhof. In bebauten Gebieten wird der gesamte Verkehrsraum der Straße neu gestaltet, wobei auch möglichst viele Grünflächen geschaffen werden sollen. Dies führt nicht nur zu Verbesserungen für den Fußgänger, Radfahrer und den ruhenden Verkehr, sondern vor allem auch zu einer optischen Aufwertung des Verkehrs und Wohnraumes. Durch die Anwendung modernster Gleisbautechnologie wird besonderer Wert auf die Bereiche Lärm- und Erschütterungsschutz gelegt werden. Unser Land fit für die Zukunft machen. Gemeinsam die Vision der Stadtbahnen realisieren. Umweltfreundlich, effizient, zukunftsweisend. Die Vision des Schienennetzes für den Großraum Linz.